Hey, ihr Hoden-Kobolde. Du kannst mich ruhig Eric nennen. Ich bin in diesem Jahr 18 Jahre alt geworden und mache ab August eine Ausbildung. Nun aber zum eigentlichen Thema. Fast alle, die ich kenne, bekommen zum 18. Geburtstag ein Auto geschenkt. Also meine Fragen. Was hattet ihr als erstes Auto und wie seid ihr damit klargekommen? Ich freue mich drauf. Okay, Bram, dein erstes Auto. Ein wunderbar weißer, voll ausgestatteter Renault 19 aus dem Jahre 1990, also 2 Jahre nachdem ich geboren wurde, war die Erstzulassung. Den habe ich dann gekriegt mit 19, weil mein Opa verstorben ist und der mir den dann vermacht hat. Davor bin ich den halt mal ab und zu so gefahren oder halt mal die Autos von meinen Eltern. Und bin dann halt damit dann auch direkt immer zur Uni gefahren. War ein schönes Auto, Christian. Ja, ich hätte gerne ein Foto von dir, wo du drin sitzt und grinsend hinterm Steuer sitzt. Okay. Moment. Kann ich mir so gut vorstellen. Ja, wie gesagt, der hatte halt ein paar Macken und Ende vom Lied war, dass irgendwann bin ich halt auf den Parkplatz gefahren vor der Haustür, weil ich einfach nur nach Hause gekommen bin. Und wir hatten so eine Einfahrt halt, so eine normale mit abgesenktem Bordstand. In dem Moment, wo ich über den abgesenkten Bordstand drüber gefahren bin, sind hinten beide, wie hießen die Federn? Stoßdämpfer. Genau, die beiden Stoßdämpfer durch die Sitze halt durchgeschossen in die Decke, in den Fahrzeughimmel rein. Und der Wagen lag halt dann hinten auf den Rädern auf und Ende von meinem Renault dann nach knapp 600 Kilometer, oder wobei, ne, stimmt gar nicht, wir waren mit dem auch in Resse oder so. Hab keine Ahnung, wie viel er gefahren hat, vielleicht 2000 oder 3000 Kilometer bin ich selbst mit dem gefahren, bevor den Geist ausgeben. Danach habe ich den aber immer noch verkauft, sogar. Und zwar an den das Bruder von... Das ist der Overshit. Der Bruder ja. von meinem... An den Bruder Hast von... Du die Karre verkauft? An den Bruder von einem Nachbarn bei uns, also in Weze gab es noch so Nachbarschaftsfeiern und so. Und der Bruder suchte halt einen günstigen Wagen. Und da habe ich ihm halt gesagt, hier, willst du den haben? Und da hat er mir da halt 150 Euro für gegeben. Oh, geil. Ja, genau. Und die Sache war halt die, genau, da habe ich leider damals auch nicht drüber nachgedacht, da hatte ich ungefähr 2 oder 3 Monate, bevor die Karre dann halt den Exitus erlebt hat, habe ich mir halt noch für 250 Euro ein neues Radio da einbauen lassen. Und das habe ich leider nicht ausgebaut, als ich dem die Karre verkauft habe. Also hat er quasi 150 Euro ein kaputtes Auto gekriegt mit einem Autoradio, was... Na okay, 250 Euro Neuwert war, 8 Wochen gebraucht, keine Ahnung, was das dann noch gebraucht wert gewesen wäre, aber wahrscheinlich so 150 Euro. War also, war ein schönes Auto, definitiv, hat viel erlebt. Ja, aber ich ging auch im 5-Gang anfangen, das war nämlich auch mal ganz wichtig, das haben wir auch gemacht in Renesse. Oh ja, das hat ja, bestimmt, das habe ich mit meinem Almera auch gemacht. Ja, und die Scheinwerfer, genau, was viele nicht wissen, also ich bin mit dem Auto auch immer mit Fernlicht gefahren, weil das normale Abblendlicht, halt. So, also ihr müsst euch das so vorstellen, ja, wenn ihr so eine Schreibtischlampe habt, mit diesem Schirm drauf, ja, dann stellt euch vor, ihr stellt die quasi bei euch unter den Schreibtisch und das, was ihr dann noch seht, ja, so viel Licht hat das Ding gebracht. Nice. Also habe ich halt immer, wenn dunkel wurde, bin ich halt immer mit Fernlicht durch die Gegend gefahren. Und, ja gut, und dann halt auch noch das Obligatorische, wie der Fahrersitz war halt, der war halt nicht mehr in den Schienen drin. Gaffertape. Sondern der war halt mit Gaffertape einfach an den Kufen festgetaped. Alter. Oh. Die Karre habe ich noch verkauft, Alter. Also 2 Sachen hatte der halt noch, die ich kurz einbringen kann, ist der Knüppel in der Mitte, der Schaltungsknüppel, den konntest du halt während der Fahrt einfach rausziehen. Komplett. Und... Also auf der Autobahn, das war ja auch normal, ich habe auch oft damit den Ding umgespielt, auf der Autobahn und so, weil wenn du nicht schalten musstest, wenn du geschaltet hast, wieder hast du einfach wieder da reingesteckt und dann hast du ein bisschen so krank gemacht, irgendwann ging dann wieder und was der Wagen dann leider 2-mal gemacht hat, einmal sogar auf der Autobahn, einmal nur bei mir vor der Tür, aber auf der Autobahn ging einfach die Motorhaube auf. Das war, und dann habe ich die vorne mit Gaffertape auch zugeklebt. Damit die nicht wieder aufspringt. Gaffer hält halt alles. Ja, Gaffer hält halt alles. Ja. Und mit dem Auto waren wir in Renesse und öfters und das war schön. Das war immer ein Abenteuer, wenn ich da bei dir mitgefahren bin mal. Ja, auf jeden Fall. Konnte alles passieren. Ich frage mich, ob wenn du die Karre weiterverkauft hast, ob man da irgendwie schon auf Körperverletzung klagen kann. Alles für die Tötung wohl eher. Alleine ein Video davon gehabt zu haben, oder wenn man ein Video davon hätte, weißt du, wie die Federn hinten rausschießen. Alter. Was halt total interessant ist, Sachen, die ich halt heute weiß, weil ich ein eigenes Auto habe und damals nicht. Ich hatte den Wagen ungefähr, keine Ahnung,
ein Jahr oder so. Also auf jeden Fall eine Sommer- und Wintersaison. Und der hat halt nur Sommerreifen. Das heißt, ich bin dann halt erstes Studiensemester, was halt logischerweise dann über den Winter ging, halt mit Sommerreifen auf glatter Straße teilweise gefahren, weil ich einfach nicht wusste, dass es Ersatzreifen gibt. Die beiden existierten. Das wusste ich aber nicht. The shit. Bram war fast schon Attentäter, ja. Voll geil. Aber mit der Karre, weißt du, die war doch bestimmt halt, die hat, was hat die gewogen? 200 Kilo wahrscheinlich. Ich hab das mal nachgeguckt, ich glaube 450 oder ja. So schwer war die nicht auf jeden Fall. Damit ich hatte 58 PS. Okay. Boah, was? Alter, ich hatte auch 50 PS. Das ist ja echt krass. Ja, wie gesagt, und die hatte auch, also als die ging noch, also als die 1990 gekauft wurde, hatte die damals auch, Opa halt, war Vollausstattung. Problem war halt, als ich die angekriegt habe, ging halt zum Beispiel auch die Heizung nicht mehr und so. What? Wie gesagt, das im Sommer gewesen? Hast du nicht auch noch die Hälfte der Zylinder, wie viel Zylinder hatte sie? Weißt du noch? Weiß nicht. Wahrscheinlich dann irgendwann nur noch auf der Hälfte gelaufen oder so. Kann gut sein. So Sachen, die irgendwie. Der hat ja auch zwischendurch mal gequalmt oder so, aber da habe ich mich halt nicht gemacht. Was? Ja, Karre hat sich gerade einer angesteckt. Das muss so. Ich sehe gerade auch, ich habe gerade bei Wikipedia mal geguckt, der ist halt bei allen Sicherheitstests ist der durchgefallen und immer unter den 15 schlechtesten, schlechter als der Durchschnitt, schlechter als der Durchschnitt. 40% schlechter als der Durchschnitt, schlechter als der Durchschnitt.